Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Kalender für schlappe 95 Euro für euch. Alter Schwede, ey. Und zwar ist es der Flaconi 24 Natural Moments Kalender. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist der mittlerste Adventskalender von Flaconi. Ich finde 95 Euro aber auch echt eine Ansage. Aber hey, die haben ja auch einen für 180, also was soll's. Puh, ja. Ich bin gespannt, was da drin sein soll, weil 95 Euro, Leute. Naturprodukte sollen das dann sein oder naturnahe Produkte. Ja, ist ähnlich wie der 24 Gifts Adventskalender, den es auch von denen gibt. Wir haben hier halt die Schubladen drin und in diesen Schubladen hast du dann jeweils auch die Boxen drin. Ich mache mir das natürlich ein bisschen einfach. Nehme die jeweiligen Schubladen hier einfach raus und lege sie vor mich hin. Dann muss ich nicht immer wieder hier alle Schubladen durchsuchen, bis ich das richtige Kläppchen finde. Was natürlich in der Adventszeit ganz cool sein kann, weil man dann ja entsprechend sich auch überraschen lässt. Ne? Beziehungsweise, wo befindet sich das? Man kann so ein bisschen auf die Suche gehen und so. Es ist ganz nett, ne? Aber für mich hier fürs Unboxing ein bisschen kompliziert, also mache ich das mal so. Genau. Übrig bleibt ein Regal, wo wir dann auch entsprechend die Schubladen wieder einsetzen können, wenn wir sie leer gemacht haben. Und es ist ganz praktisch. Also du kannst es entweder so als Regal verwenden oder du machst die Schubladen rein und hast dann quasi ein kleines Schränkchen. Finde ich sehr, sehr cool. Also ich persönlich denke, dass ich den auch entsprechend weiterverwenden werde oder wieder befüllen werde. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber ich finde es ganz cool. Ja, vom Design her ist ja jetzt nicht so ultra weihnachtlich, ne? Ich habe es jetzt leider ja komplett aufgemacht, aber wir sehen es hier. Es ist ein schöner Farbverlauf, das finde ich ganz nett. Ansonsten finde ich den relativ unspektakulär, um ganz ehrlich zu sein. Wo ist die Nummer 1? Der Anfang wird gemacht. Die Nummer 1 muss eigentlich auch immer so ein bisschen den ersten Flow geben für den Adventskalender. Bin ich auch, ein bisschen hyped immer drauf, was es dann sein wird. Okay, wir fangen wirklich sehr, sehr natürlich an. Stop the water by using me. Und das hier ist eine Seife wahrscheinlich. Steht hier jetzt nicht bei. Doch, wir haben hier einen Flyer. Oh. Jetzt habe ich es wieder schön eingepackt. Und zwar ist es ein festes Shampoo. Das finde ich cool. 100% Botanical Ingredients. Also botanische Ingredienzen. Botanische Inhaltsstoffe, natürliche Inhaltsstoffe. I am Climate Neutral. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass es halt klimaneutral produziert werden konnte. Das ist nett. All Natural Shampoo Bar, waterless. Gut, du brauchst schon Wasser, um das halt entsprechend aufzutragen, ne? Also so ist halt nicht. Aber es ist wasserfrei produziert dann scheinbar. Riecht auch sehr dezent, aber recht angenehm. Und festes Shampoo ist auch immer mehr im Kommen, oder? Doch, ich habe auch schon einige feste Shampoos da und auch schon einige getestet und sie gefallen mir wohl. Dann machen wir mal weiter mit der Nummer 2. Hier haben wir enthalten von Corus, okay, 40 Milliliter Lavendelblüte Duschgel. Guck mal, das ist nett. Lavendel ist auch sehr, sehr beruhigend. Nicht nur als Duft so für die Nerven beruhigend, sondern halt auch hautberuhigend. Das finde ich nett. Riecht man jetzt hier nichts durch? Lavendelblüte Duschgel. Ein erfrischender Duft von frisch geschnittenem Lavendel und Zitrusblättern. Okay, das ist schade. Zitrus mag ich eigentlich nicht so gerne. Nummer 3. Ist ebenfalls in der zweiten Schublade. Okay, Ahava. Das habe ich auch tatsächlich schon mal öfters gesehen und oft verwendet. Dead Sea Water Mineral Body Lotion 40 Milliliter. Das ist auch ein sehr natürliches Produkt. Das hatte ich, ich glaube, als erstes in einer Juveniles-Box drin. Und das riecht richtig gut. Riecht richtig, richtig gut. Ist dann quasi mit totem Meerwasser. Okay. Wo ist die Nummer 4? Im ersten Schub. Die ist sehr leicht. Hier haben wir von Teaology Tea Infusion Skincare Smoothing and Moisturizing. Das ist eine Augenmaske, aber die legst du dir auf die Augen drauf. Das finde ich interessant. Da musst du halt wirklich die Augen geschlossen halten für 5 bis 10 Minuten, ne? Naja, ist immer noch besser, als den Mund geschlossen zu halten für mich. Das ist mit weißem Tee, Hyaluronsäure. Und das soll entsprechend deine Augenlider und deine Augen sehr gut machen. Kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe zurzeit auch sehr, sehr gerötete Augen irgendwie, weiß ich nicht. Sehr, sehr cool. Also das gefällt mir. Teaology sagt mir auch gar nichts. Habe ich noch nie verwendet tatsächlich. Soll mit Tee sein. Weißem Tee. Die Nummer 5 haben wir auch im ersten Schub. Und die ist schön groß. Und offensichtlich prall gefüllt, und hier löst sie sich schon.
Grown Alchemist Hand Cream Vanilla Orange Peel. Okay. Ja, eine Handcreme haben wir hier drin. Es kommt aus Australien. Australian Certified Toxic Free. Das ist irgendwie was ganz Aufregendes. Sehr natürlich das Ganze. Hier haben wir 20 Milliliter drin. Okay, das müssen dann auch super teure Marken sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Weil ansonsten sowas in einen 90-Euro-Kalender zu packen, ist schon happig. Das nenne ich mal so ein bisschen. Okay, ja. Handcreme. So klein. Bist du teuer. Okay, ja. Eine Handcreme. Handcreme brauchen wir auch tatsächlich im Winter, weil, ne, kalte Temperaturen, rissige Hände, Handcreme ist gut. Das war schon der Tag vor Nikolaus und jetzt kommen wir zu Nikolaus. Und Santa Claudi ist Nikolaus wirklich wichtig und das haben wir im zweiten Schub und das ist sehr groß und sehr schwer. Ich erhoffe mir viel davon. Ich würde mich auch wundern, also ich würde es cool finden, wenn wir hier auch irgendwie so naturbelassene Kosmetik auch mit drin hätten, dekorative Kosmetik. Hier haben wir von Skin Division, Skin Division, 2% Salicylsäure Maske mit BHA, 100 Milliliter ist hier drin, exfoliates, treats acne and purifies pores. Da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich gestehen, weil ich bei sowas immer, ja, es ist halt Salicylsäure und so, ne, das ist halt gut für gegen Pickel und so, gegen unreine Haut. Aber ich habe ja eigentlich eher trockene Haut, deswegen habe ich Angst, dass mir dass die Haut halt zu sehr austrocknet. Muss ich mal gucken. Genau, take a minute or 10 for a perfectly pure look. Ich weiß gar nicht, wie lange man sie drauf lassen muss. 10 bis 15 Minuten, okay, ne? Das finde ich übrigens witzig in diesem Quetschbeutel. Weiter geht es mit der Nummer 7. Wo ist die denn wohl geblieben? Die Nummer 7 haben wir in dem ersten Schub. Riesige Verpackung. Kleines Produkt. Das kenne ich auch aus den letzten Adventskalendern. Pi Rosehip Bio Regenerate Oil. Das ist ein Gesichtsöl mit Hagebutte. Und das soll halt super für die Haut sein. Sehr beruhigend. Super teuer. 10 Milliliter sind hier auch nur drin. Und da machst du dir 1 bis 2 Tropfen auf deine Haut und nicht auf die Augen. Und dann musst du das entsprechend einmassieren. Und dann kriegst du da wundervolle Haut von. Angeblich. Die Nummer 8 haben wir im dritten Schub drin. Oh, die kriege ich gar nicht so gut raus, weil die relativ schwer ist. Was da wohl drin ist. Sleep Ink. 2 Schlafdrinks auf 40 Millilitern. Mit Gute-Nacht-Formel. Die hatten wir tatsächlich, als wir bei Douglas mal was bestellt haben, gratis mit dabei bekommen. Eine davon. In so einer Tasche, in so einer Goodie-Bag. Und ich habe das verwendet. Ich habe es getrunken. Und ich konnte tatsächlich besser schlafen damit. Ja. Dass ich das mal sage zu sowas, ne? Es ist halt mit sehr vielen natürlichen Geschichten, mit Melatonin in einer Getränkebasis aus Pflanzenextrakten von Melisse, Passionsblume und Hopfen. Und es hat mir auch wirklich gut geholfen. Also dementsprechend freue ich mich, das sind 2 Stück drin, die werde ich auf jeden Fall verwenden. Auch im dritten Schub haben wir die Nummer 9, die ist lang und leicht. Ich möchte dazu nicht viel sagen, wir haben hier einfach eine Zahnbürste drin. Ja, Zahnbürsten braucht man im Leben, aber nicht so im Adventskalender. Dann gehe ich in den Laden und kaufe mir eine. Ich brauche keine Zahnbürste. Hydrophil, ich habe halt, ja, Borsten Mittelfarbe Natur, das ist aus Bambus, der wohl am schnellsten nachwachsende Rohstoff der Welt. Das ist alles sehr natürlich, rampampam. Es ist eine Zahnbürste, Leute. Wieso? Am 9. Dezember denke ich mir, ja, jetzt eine Bambuszahnbürste. Das wär's. Oh, okay, wir werden zweistellig und gehen zu der Nummer 10. Die ist in der ersten Schublade drin. Hier haben wir etwas drin. Und zwar von Flaconi ein Cognac Facial Sponge. Das ist ein Gesichtsreinigungsschwamm von Flaconi. Die haben jetzt mittlerweile eine eigene Kosmetiklinie scheinbar. Und ein Cognac-Schwamm kommt aus der Cognac-Wurzel. Da wird der hergestellt und ist ein 100% natürliches Produkt. Und das muss man halt entsprechend mit Wasser anfeuchten. Der ist jetzt halt knüppelhart. Und, also nicht anfeuchten, den musst du richtig einweichen. Dann wird er schön weich. Und dann kannst du damit dein Gesicht reinigen. Entweder, wenn du halt noch weiteren Cleanser oder so mit dazu verwenden möchtest. Oder du verwendest halt nur das Produkt solo für die Gesichtsreinigung. Und genau, das ist aber dann nicht so unbedingt zur Make-up-Entfernung geeignet, meiner Meinung nach. Weil das Ding dann einfach zu schnell uppe ist. Jo. Sehr natürlich. Das passt auf jeden Fall zum Kalender. Dann gehen wir jetzt mal zu der ersten Schnapszahl, zu der Nummer 11. Die ist in der zweiten Schublade und die ist klein, aber fein. Nux Huile Prodigieuse Or. Das ist
was ist das? 0,33? Hä? 10 Milliliter sind hier drin. Und das ist so ein Schimmeröl. Das heißt, es ist nicht nur pflegend, sondern es macht dann auch so ein Glow. Das heißt, es ist auch wirklich für die Weihnachtszeit schön geeignet, wenn du zum Beispiel Weihnachten schön essen gehst oder so und dann vielleicht dann machst du dir das hier so auf die Schlüsselbeine oder so. Das kann richtig schön sein oder so in die Haare, dann glänzen die auch richtig schön und es ist halt ein pflegendes Produkt. Also Nyx finde ich richtig, richtig toll. Das ist für das Gesicht, für den Körper und für die Haare. Echt cool. Doch, ich weiß gar nicht, welche Art von Öl das dann entsprechend ist. Aber es ist ein cooles Produkt. Ich habe das schon mal in einer anderen Variante aufgebraucht und das fand ich echt toll. Das hat mir gut gefallen. So, wir haben jetzt schon die Halbzeit und die Halbzeit ist für mich auch so ein bisschen bezeichnend dafür, es ist, weiß ich nicht, einfach die Halbzeit vom Adventskalender, ne? Muss für mich eigentlich auch ein bisschen was Aufregenderes sein. So, und hier haben wir drin von Barbour, von Dr. Barbour, Clean Performance Moisture Glow Cream. Das ist 15 Milliliter sind hier enthalten. Und das ist eine Glow Creme fürs Gesicht. Barbour ist auch eine super hochpreisige Marke. 98% natürlichen Ursprungs sind die Inhaltsstoffe. Das ist auch cool. Das gibt dir Hydratisierung, also wirklich Feuchtigkeit mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Beetroot Extract. Ich weiß nicht, was Beetroot ist. Das vergesse ich immer wieder. Steht das hier drauf? Nie. Hilf mir! Nein, das steht hier tatsächlich nicht drauf. Ausstrahlung und eine gesund aussehende Haut. Ja, ne? Finde ich cool. Oh, das ist sogar... Ich weiß nicht, ob das so eine extra natürliche Reihe oder Linie von Barbour ist. Cool. Süßer Tiegel, richtig mit Milchglas, ne? Schönes Produkt Nummer 12. Das gefällt mir. Die Nummer 13 haben wir in der untersten Schublade. Die ist ganz schön schwer wieder. Ja, wir haben hier recht viel Pflege drin. Ne? Ich glaube, mit dekorativer Kosmetik brauchen wir hier nicht rechnen. Genau, Fair Organic Vegan. Das ist von I+M. Ein Hyaluron-Serum dreifach mit Aloe Vera. Das finde ich toll. 25 Milliliter sind hier enthalten. Das ist ein Glasflakon. Und Anti-Blue Light Filter hast du auch immer irgendwie in den Produkten von I+M drin. Das ist eine schöne Marke von, aus Berlin. Von Berlin, genau. Finde ich nett, doch. Das ist rosa oder eher pink. Das gefällt mir sowieso. Nummer 14 habe ich auch in der dritten Schublade. Das ist auch wieder schön groß und schwer. Ich glaube, alle Produkte sind schwer. Von Valoloco Wake Up in Cinnamon Peeling Seife mit Kaffee und Zimt. Ach, du ahnst es nicht. Geil. Boah, die riecht auch intensiv nach Kaffee. Und nach Zimt vor allem. Boah, aber es riecht auch zitrisch tatsächlich. Das ist halt ein Full-Size-Produkt für normale bis fettige Haut. Das heißt, leider nicht für mich geeignet. Und das scheint dann auch wirklich für das Gesicht zu sein, wenn das halt so da drauf steht, ne? Cool. Gesichtspeelings finde ich immer ganz nett. Ich persönlich bin halt echt immer ein bisschen vorsichtiger, weil, trockene Haut und so, ne? Da kann man dann sowas leider nicht so gut verwenden. Nummer 15. Ist in der zweiten Schublade. Das ist relativ leicht, auch wenn es groß ist. Das kenne ich gar nicht. Natura Siberica, Cosmetics of Wild Herbs and Flowers. Was ist das? Eine Handcreme? Okay. 30 Milliliter sind hier enthalten und das ist halt mit Kräutern. Und Handcremes kannst du auch wirklich gut gebrauchen. Ich meine, wir hatten jetzt schon eine Handcreme hier in dem Adventskalender mit drin. Ja, ne? Das ist halt die zweite. Eine Handcreme. Meiner Meinung nach reicht im Adventskalender, aber es ist ganz nett. Komm, das ist eine neuere Marke, genauso wie Grown Alchemist. Das ist für mich jetzt auch nicht so bekannt. Also von daher verzeihe ich das dem Adventskalender. Dennoch, ja, komm. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihm das verzeihe. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, was die nächsten Kläppchen sagen. Die Nummer 16 ist in der dritten Schublade und die ist auch wieder groß und schwer. Care Hemp Calm Vi. Das sind Hanfgummis mit Süßholz und Hanfextrakt, Vitamin B6 und B12, da sind 30 Stück drin. Es soll einfach Vitamine geben, ne? Calm. Ja, hier steht einfach nur Calm, also beruhigen. Soll mich das chillen. So, die Nummer 17 ist da. In der ersten Schublade. Hier haben wir eine Deo-Creme drin. We love the planet. Sweet Serenity, 48 Gramm. Die hatte ich auch schon mal irgendwo mit drin. Ja, Deo-Cremes sind auch immer mehr im Kommen und, okay, die hat hier so Punkte drauf. Ich weiß nicht, ob das so muss.
Riecht ganz angenehm, aber wie gesagt, sie hat so Punkte drauf. Ich weiß nicht, ob das so muss. Muss das so? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare rein. Bin mir da gerade nämlich nicht sicher. Habe ein bisschen Bedenken, ob das so muss. Ich weiß nicht. Ich lege es mal lieber zur Seite. Cremedeos sind auch ganz gut, gerade wenn man sich gerade frisch rasiert hat oder so, ne? Und es ist auch halt einfach irgendwo der Umwelt zuliebe und so, weil du halt nicht diese ganzen, wie heißen diese Stoffe denn, die halt dazu da sind, wenn das in Aluminiumflaschen drin ist, ne? Ist halt ganz schön. Okay, dann haben wir hier die Nummer 18, genau über der 17 drüber. Hier haben wir von Santé Naturkosmetik ein Glanzshampoo. Richtig schön mit Bio-Birkenblatt und pflanzlichem Protein. Das ist halt Naturkosmetik, die kann man auch ganz normal in der Drogerie kaufen. 50 ml sind hier enthalten und ich weiß jetzt nicht, was genau das machen soll, aber es soll entsprechend die Haare, doch, Glanzshampoo, ich habe es eben vorgelesen. Genau, es soll Glanz in die Haare bringen. Sehr schön, kann ich gut gebrauchen. Die Nummer 19 ist in der zweiten Schublade, hier. Hoffentlich haben wir auch die Spülung dazu drin, denn ich liebe es ja, wenn ich Shampoo und Spülung gleichzeitig verwenden kann. Ach je, sowas hatten wir auch schon mal von Regulat Pro oder Dr. Niedermeyer, ne? So eine Hyaluron-Ampulle. Weißt du, ganz ehrlich, bis du irgendwas davon merkst, musst du 2 Monate lang oder so dieses Kram nehmen. Und dass eins davon drin ist, ist halt zum Probieren, ja. Bei einem 100-Euro-Adventskalender, Leute, das finde ich nicht nett. Das finde ich nicht nett, das muss da nicht rein, nein. Ich weiß, dass es teuer ist, aber nein, ich möchte das nicht. Die Nummer 20 haben wir in der dritten Schublade, hier. Hier haben wir von Dr. Botanicals Lemon Superfood All-in-One Rescue Butter und das ist vegan, cruelty-free, natural world und vegan. 50 ml sind hier enthalten. Die hatte ich tatsächlich auch schon mal. Das ist einfach so ein Allrounder Pflegeprodukt, was dir halt, wenn du gerade so eine trockene Stelle hast, kannst du es drauf machen und das ist so eine große gelbe Tube und genau, das dann entsprechend gezielt anwenden und ja. Ich mag halt nur den Limonenduft nicht so gerne, aber ansonsten hat das halt wirklich gut geholfen. Die Nummer 21 haben wir in der ersten Schublade und die ist ganz schön leicht. Und es ist schön. Von Hey Organic The Clean Beauty Eye Mask mit Hyaluron, um die Augen zum Strahlen zu bringen. Das ist diese hier mit 15 ml und das kannst du dann einfach drauf lassen und schön einwirken lassen. Das ist halt wie so untere Augenpatches, nur halt in Gelform in der Tube, finde ich toll. Für die Müllvermeidung finde ich das echt schön. Silberohr, die natürliche Alternative zu Hyaluron und Spirulina-Alge versorgen deine empfindliche Augenpartie mit intensiver Feuchtigkeit und lassen diese frischer und strahlender wirken. Genau, und das lässt du dann entsprechend 10 Minuten drauf und dann kannst du es abwaschen oder über Nacht einziehen lassen, je nachdem, wie intensiv du das brauchst. Und das finde ich cool. Das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Oh, guck mal, mit dem zweiten Schub sind wir tatsächlich schon fertig. Die Nummer 22 haben wir im ersten Schub drin. Ja, da haben wir echt keine dekorative Kosmetik drin, ne? Schade, hier haben wir auch wieder eine Probe drin und zwar von Weleda Mandel Wohltuendes Gesichtsöl. Ja, 10 ml sind hier enthalten. Das ist per se ganz nett, aber für einen 95-Euro-Kalender finde ich das ganz schön traurig. Ja, das soll halt die Haut entsprechend pflegen und beruhigen und mit Feuchtigkeit versorgen, aber so klein. Die Nummer 23. Hier haben wir einen Pinsel drin. Das finde ich toll von Jack's Beauty Line. Okay, sagt mir so gar nichts. Und das ist halt ein ganz toller Pinsel. Ein Eyeshadow Nummer 7. Ich mag Pinsel. Das ist toll. Guck, dann haben wir hier einen Hauch dekorative Kosmetik in Form eines Pinsels drin. Natürlich hätte ich mir auch auf der Homepage angucken können, was sich in dem Adventskalender befindet. Aber ich möchte mich ja auch ein bisschen überraschen lassen. So schaut der aus. Das ist einfach so ein Shader. Ne? Da kannst du entsprechend Lidschatten mit auftragen. Das ist schön. Der ist schön weich. Dann haben wir jetzt nur noch ein einziges Kläppchen und das ist die Nummer 24. Auch die ist ganz schön klein. Und hier haben wir etwas drin. Oh, schön! Imbe Eyeshadow von Und Gretel Berlin. Das finde ich jetzt aber klasse. Ich habe so oft bin ich da schon tatsächlich drum zugeschlichen um die Marke Und Gretel. Und jetzt haben wir hier ein Lidschatten drin. Es ist leider nur ein Mono-Lidschatten, ne? Da hätte ich bei einem 95-Euro-Kalender mehr erwartet. Schade. Ja, okay. Das ist die Farbe Bark. Also es ist schön. Es sieht aus, als hätte da jemand schon mal seine Finger drin gehabt, um ehrlich zu sein. Also es sieht nicht ganz so aus, als wäre es unberührt. Das finde ich auch schon wieder schade irgendwie. Ein schöner Spiegel ist damit drin. Eine schöne Farbe. Aber weil es ein Mono ist, wird er nicht bei mir bleiben, weil ich mag keine Monos. Ich verwende einfach keine Monos.
Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber es passt halt zum Lidschattenpinsel, das ist ganz nett. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht von diesem Adventskalender, muss ich gestehen. Ja, wir haben ein kleines bisschen dekorative Kosmetik mit drin. Hier hätte ich es vielleicht sogar cooler gefunden, wenn wir von der Marke einen Lippenstift mit drin gehabt hätten. Ansonsten haben wir doch einige Probegrößen erhalten. Und ich weiß nicht, wie das werttechnisch aussieht. Das blende ich euch jetzt ja ein. Ich bin enttäuscht, doch. Nicht nur wegen der Zahnbürste. Nicht nur, weil wir zwei Handcremes drin haben, nicht nur wegen der Probegrößen, sondern wegen dem ganzen Drum, dieses Gesamtkonzept. Da hole ich mir doch lieber den etwas günstigeren Adventskalender und verzichte dann darauf, dass es halt ausschließlich Naturkosmetik oder naturbasierte Produkte enthält, oder? Aber das ist halt meine Meinung. Also mir gefällt er jetzt tatsächlich nicht und es ist für mich echt ein Flop gewesen, den zu holen. Aber shit happens. Auch in diesem Video verlose ich wieder 5 Produkte. Ich habe mir jetzt welche rausgesucht. Das Highlight wird natürlich der Lidschatten sein von Und Gretel, ne? Also der Imbe Eyeshadow, der ist ja auf jeden Fall mit in der Verlosung. Dann habe ich euch auch das Regulat Pro mal mit reingelegt. Man kann es einfach mal probieren, es schmeckt ganz gut. Die Zahnbürste habe ich euch auch mit reingelegt, einfach als kleiner Joke. Dann das Sante Glanzhaarshampoo, das finde ich auch total schön. Und die Handcreme von Natura Siberica habe ich euch ebenfalls mit in die Verlosung gelegt. Alles, was du dafür tun musst, um in der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, das war jetzt tatsächlich mein Unboxing von dem Flaconi Natural Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalendern, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!